Nacht sind alle Katzen grau. Wir zwei Verrückten fallen raus. Guck mal, mein Schatz, guck mal da unten. Wenn geht's weiter mit der Hühnerrettung? Mit dem Blick Richtung Hungerturm nach oben geworfen. Da sind die Kameraden unserer Höhengruppe, gerade in Vorbereitung für eine Übung. Die Höhengruppe besteht aus Kameradinnen und Kameraden aus dem Löschzug Stadt und dem Löschzug Schönau. Eine speziell geschulte Truppe, die für Einsätze in Höhen und Tiefen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel Arbeitsunfälle in der Tiefe, irgendjemand im Schacht verunfallt. Der Klassiker, Herzinfarkt im eigenen Heim oder Schlaganfallpatienten, wo der Rettungsweg aus dem Eigenheim durch ein schmalen Treppenhaus für die Patienten in der Rettung ungünstig erscheint und schon gerettet werden soll, kommt die Höhenrettung zum Einsatz. Turmdrehkranführer, der mit einem medizinischen Notfall in großer Höhe festhängt, kann durch die Höhenrettung schonend gerettet werden. Ja, dazu gehören auch so Suizidandrohungen, zum Beispiel aus großen Höhen. Da kommt dann unsere Höhenrettung auch mit ins Spiel. Die Höhenrettung, wie gesagt, ist ein komplexes Ausbildungsthema. Die Kameraden gehen dafür auch extra an eine gesonderte Schule, um halt dort, wie gesagt, sämtliche Knoten und Griffe zu lernen. Da, wie gesagt, alles, was sie in der Höhe und Tiefe machen, sicher vonstatten gehen muss. Da muss jedes Handgriff, jeder Handgriff muss da sitzen, da, wie gesagt, alles in ihre Lebensversicherung ist. Vier-Augen-Prinzip. Jeder Kamerad checkt sich da gegenseitig nochmal ab, dass auch wirklich jeder Knoten da sitzt, wo er hingehört. Doppelte Sicherung, falls eine Sicherung versagt, dass die zweite Sicherung greift. Keiner möchte ja, wie gesagt, in solchen Höhen oder Tiefen da sein Leben unnötig riskieren. Und dass des Weiteren von den Patienten, der nun eh schon genügend andere Sorgen auf hat. Die Höhenrettung trainiert auch gelegentlich mit anderen Höhenrettungsgruppen zusammen. Hier im Landkreis wurde es auch schon durchgeführt am Schiffshebewerk. Da wurde aber schon mit der Höhenrettung Potsdam, war das glaube ich gewesen, wo damals zusammen trainiert wurde. Mit der Berliner Truppe gab es glaube ich auch schon mal eine Einsatzübung an einem Windrad. Da sind ja wie gesagt die Höhenmaße auch noch extrem anders. Mit der Hunderettungsstaffel wurde auch schon mal zusammen trainiert mit dem Rettungsdienst zusammen, damit auch da mal, wenn es aber noch ankommt und der Rettungsdienst oder von der Hunderettungsstaffel zum Beispiel da mal jemand abgeseilt wird, wie die Hunde reagieren, der Rettungsdienst, ja klar, wie gesagt, die Höhe ist ja nun mal nicht für jedermann was. Schwindelfrei sollte man natürlich weitestgehend sein. Es gibt auch welche, die nicht unbedingt schwindelfrei sind, aber wie gesagt, den Respekt an der Höhe natürlich da dann zu ihrem Vorteil nutzen. Der Respekt, wie gesagt, vor der Höhe und Tiefe gehört ebenso mit dazu, genauso wie das Vertrauen in das ganze Sicherungssystem, was man da drin hat. So, und dahinter oben in einer Art Seilbahn drin, wo der Patient schonend runtergeführt wird. Die Patienten bekommen meistens in der Regel eigentlich nicht viel davon mit, da sie vom Rettungsdienst ja eh schon so weit für solche Transporte vorbereitet werden, dass sie dann wieder gut schlafen drin sind. Beziehungsweise, wenn der Patient wach ist, muss der Kamerad immer wieder gut auf ihn einreden, dass auch alles wieder gut ist, also Stimmen passt, ihn gut zureden, gerade so die Höhenangaben, damit auch weiß, wie es hingeht, wo es lang geht, die Gruppe auch nochmal so ein bisschen mit erklären. Als Patient, wie gesagt, wenn man sowas noch nie mitgemacht hat, ist es natürlich ein ungutes Gefühl, wenn man da drin liegt und sein Leben quasi in die Hände der Kameraden geben sollte. Die Rettung ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Man sieht ja, wie gesagt, hier die ganzen Vorbereitungen, die getan werden müssen. Aufbau der Seilbahn, Knoten, Sicherungen etc. pp. Das ist alles nichts, was innerhalb von 5 Minuten erledigt ist, sondern wie gesagt, das ist ein komplexes Aufbausystem, was hier vonstatten geht, damit nachher auch alles richtig sitzt. Spezielle Einsatzfahrzeuge hat die Höhenrettung nicht, nutzen quasi die Technik, die vorhanden ist im Gerätehaus. Wir haben Abrollbehälter, die für die Höhenrettung vorgesehen ist. Da sind sämtliche Equipment drauf, die die Höhenrettung zum Einsatz braucht.
Die Kameraden vom Löschzug Schönow kommen dann separat aus dem Gerät aus, dann zur Einsatzstelle dazugefahren, um dann die Kameraden auf Stadt zu unterstützen. Wir fahren auch außerhalb der Stadt Bernau bei die anderen umliegenden Gemeinden eben auf spezielle Anforderungen, da wie gesagt die Höhenrettung im Landkreis Barnim soweit einzigartig ist. Ansonsten werden unsere Kameraden im Bereich technische Hilfeleistung Absturz geschult und ausgebildet.